Ein knackiges Sci-Fi in die Runde. Mein Name ist Adlerwache und ich begrüße euch auf meinem Kanal. Ja, Freunde, heute spielen wir die E-Gear Stufe 8 Premium Kreuzer und das aktuelle Feldzugschiff. Die Leute, die von euch meine Patch Notes gesehen haben, die wissen ja, ich habe mich eigentlich gar nicht mal so auf sie gefreut. Ne? Und das, obwohl ich deutsche Schiffe so liebe, aber es kam in letzter Zeit halt auch wirklich einiges an Dünnpfiff, wie zum Beispiel die Pommern. Deswegen war ich da so ein bisschen gedämpft, aber das Schiff hat mich eines Besseren belehrt. Das Ding macht unfassbar viel Spaß. Also ich finde die Gear wirklich geil und ich finde die Gear auch deutlich geiler als den Siegfried. Und ja, das Ding ist wirklich, wirklich cool. Ich habe vor dem Stream, habe ich schon zwei Runden mit ihr gespielt gehabt und die hat sie in beiden, hat sie wirklich so dermaßen gut performt, dass ich das Ding gleich absolut ins Herz geschlossen habe. Keine Ahnung, wie es nachher im Stream laufen wird, aber vor dem Stream lief es wirklich richtig gut. Sie hat natürlich auch so ein paar Krankheiten bzw. ein paar Schwachstellen, da gehen wir gleich drauf ein. Ich würde sagen, wir schauen einfach mal, was ich so in die Bude eingebaut habe. Als allererstes habe ich natürlich das Zielsystem Mod 1 drin. Als zweites bin ich hier dann auf den Antriebsmod 2 gegangen, weil sie hat halt den Vorteil, dass sie eine schöne Geschwindigkeit hat und da will man natürlich auch schnell hin. Dann haben wir hier noch Tarnsystem Mod 1 drin und zum Schluss habe ich hier die Feueranlage Mod 2 drin. Die epische Variante, um hier einfach nochmal ein bisschen Reichweite und eine bessere Streuung zu bekommen. Gut, gehen wir mal auf die Ausrüstung. Wir haben dabei Schadensbegrenzung, wir haben Sonar dabei, das könnt ihr auch gegen defensives Flakfeuer tauschen. Ihr wisst, was ich von dem defensiven Flakfeuer halte, würde ich weglassen. Allerdings ist das ein Tickchen besseres, oder es ist ein leicht verbessertes Sonar, weil ihr wisst ja, normalerweise haben wir so 5,6 Kilometer, wir haben hier sogar 5,7 Kilometer Ortung von Schiffen. Ortung von Torpedos 3,9 Kilometer, Wirkungsdauer 120 Sekunden, Nachladezeit 171 Sekunden und 3 Stück dank meinem Kapitän logischerweise mit dabei. Dann haben wir hier Reparaturmannschaften, ihr seht es, TP je Sekunde, 314 TP pro Sekunde, so rum. Es ist ein ganz normaler Heal und zum Schluss haben wir hier nochmal verbesserte Säcken der Genauigkeit. Ist ganz witzig, hätte ich jetzt nicht gebraucht. Wäre cool gewesen, wenn man das austauschen könnte gegen ein Radar. Das hätte ich mal richtig gefeiert. Ein deutsches Schiff mit Radar. Da muss auch irgendwann mal was kommen. So, Spezifikationen. Überleben haben wir hier 78 Punkte. Trefferpunkte 62.850. Panzerung 16 bis 360 mm. Torpedoschadensverringerung 37%. Also im Großen und Ganzen alles absolut in Ordnung. Artillerie haben wir hier die 3x3 305 mm. Die sind wir gewohnt von der Odin und auch von der Brandenburg. Manche lieben sie, manche hassen sie. Ich mag sie sehr gerne. Da haben sie aber auch wieder diese typischen Nachteile. Die Türme werden doch ziemlich schnell angedödelt. Das haben die 305er wirklich als Krankheiten. Das habt ihr hier bei der EG auch. Ich hatte in der ersten Runde auch eine EG im Gegnerteam und der hat mir halt wirklich dann mal das Türmchen angedödelt. Ne? Dafür habe ich ihm dann aber auch eine Zitadelle gedrückt. So, Nachladezeit. Ne, Feuerreichweite. 18,7 Kilometer. Finde ich absolut in Ordnung. Reicht mir voll und ganz. Gut, ich habe natürlich jetzt auch den Hauptbatteriemod drin. Nachladezeit 19,4 Sekunden. Finde ich schon ein Tickchen hoch. Ne, wenn man jetzt mal so die, wie heißt sie, die Brandenburg und die Odin dagegen vergleicht. Die haben da ein bisschen bessere Nachladezeit. Ich glaube, meine Odin kriege ich auf 16 oder 17 Sekunden Nachladezeit. Also da hätte ich wirklich mal ein bisschen, ja, so 18 Sekunden, 17 Sekunden wäre schon cool gewesen. Aber sie hat einen geilen Schadensoutput, deswegen ist das auch wirklich nicht störend. Dauer von 80 Grad Kehr, 30 Sekunden, Sprenggranatenhöchstschaden 3600, Brandwahrscheinlichkeit 27%, interessiert mich nicht. AP-Granatenhöchstschaden 10.283 und die AP ist wirklich geil von ihr. Die macht richtig viel Spaß, also skillt sie wirklich komplett auf AP. Die HE würde ich tatsächlich total vernachlässigen, die braucht man bei dem Ding nicht, weil sie wirklich einen geilen Punch hat. Dann haben wir hier Secondary dabei, 9x228 mm, Feuerreichweite 6,3 km, Nachladezeit 3,6 Sekunden, Sprenggranaten, Höchstschaden 1500 und eine Brandwahrscheinlichkeit von 5%, also man könnte auch ein Secondary-Build auf sie bauen, würde ich aber nicht machen, Freunde, weil die Hauptgeschütze sind wirklich geil und da würde ich halt auch die Stärken drauflegen. Hauptgeschütze und eventuell auf die Geschwindigkeit, ne? Manövrierfähigkeit, Geschwindigkeit, da ist sie wirklich auch gut dabei und das könnte man auch nochmal deutlich verbessern. Torpedos, hier muss ich sagen, bin ich auch ein bisschen enttäuscht. 2x4, 533 mm, Nachladezeit 90 Sekunden, Dauer von 8 Grad Kehre 6 Sekunden, Höchstschaden 13.700, Erkennbarkeit 1,3 Kilometer, das ist alles in Ordnung. Torpedo Reichweite 6 Kilometer, auf D8 finde ich ein bisschen wenig. Also hier hätte ich mir ja gewünscht, 7 oder 7,5 Kilometer, das hätte ich wirklich gefeiert. Torpedogeschwindigkeit 65 Knoten sind natürlich jetzt hier auch nicht die schnellsten. Flugabwehr ist wirklich gut von ihr. Also 93 Punkte, das ist in Ordnung. Und ich hatte jetzt auch schon eine Runde, da hat man CV im Gegnerteam. Und da hat sie wirklich, das ist glaube ich sogar die Runde, ne? Das ist glaube ich jetzt die Runde, die ich euch zeigen werde. Da hat sie wirklich mit der Flugabwehr auch gut die Flugzeuge runterholen können. Also da war ich auf jeden Fall absolut zufrieden.
Begeistert wollte ich gerade sagen. Begeistert wäre aber falsch gewesen. Also zufrieden. Manövrierfähigkeit 61 Punkte, Höchstgeschwindigkeit 35,2 Knoten, Wendekreisradius 880 Meter und eine Ruderschnittzeit von 40 Sekunden. Absolut in Ordnung, ne? Weil ihr müsst bedenken, das Ding ist eher ein Schlachtkreuzer. Ne? Ein Kreuzer ist es nicht wirklich. Großer Kreuzer könnte man auch dazu sagen, aber das geht eigentlich schon eher Schlachtschiff Richtung Scharnhorst. Ne? Also das passt eigentlich ganz gut. So. Dann gehen wir weiter. Wir waren hier beim Tarnwert. 11,9 Kilometer Erkennbarkeit zum Wasser, absolut in Ordnung. 7,5 Kilometer Erkennbarkeit zur Luft und eine garantierte Erkennbarkeit von 2 Kilometer. Also das passt alles. Das passt alles wirklich. Ne? Die Stats sind absolut in Ordnung. Sie sind nicht zu stark, sie sind nicht zu schwach. Es ist ein tolles Schiff. Sie ist wirklich gut gebalanced. Sie hat ihre Schwächen, sie hat ihre Stärken. Und das ist wirklich schön in der Waage. Statistiken. Da, 100%, Freunde. 100%. Und 57% Genauigkeit, ne? Also, da kann man auch nichts sagen. Panzerung, hoppla. Panzerung, ja. Wir haben jetzt hier die Originalpanzerung, so wie der Siegfried sie eigentlich auch haben müsste. Wir haben jetzt hier nämlich unseren 27mm Bugpanzerung. Ist natürlich jetzt im Großen und Ganzen eher egal, weil 27mm, alles ab 406 kommt da durch. Und ja, auf T8 haben wir ganz, ganz wenig 38er. Ne? Das sind wirklich so das kleinste Kaliber, in Anführungszeichen, schon fast die 406er. Und deswegen können die euch da frontal deutlich eine drücken. Wir haben natürlich auch wieder diese riesen Querab. Da müsst ihr aufpassen, wie gesagt, Musashi, Yamatos, ey, wenn die euch hier so stehen sehen und die ballern euch da vorne eine rein, das tut richtig weh. Da müsst ihr wirklich, wirklich aufpassen. So, schauen wir uns noch die Zitadelle an. Ihr seht, wir haben keine Turtleback, wir haben eine ganz normale Zitadellenpanzerung. Sie liegt auch recht hoch. Also ihr solltet mit ihr keine Breitseite zeigen. Ihr solltet aber trotzdem wieder mehr mit der Seitenpanzerung arbeiten, statt Boat-Tanken. Das solltet ihr mit ihr wirklich unterlassen, weil sie hat halt auch keinen Eisbrecher. Ne? Also da, es ist ein riesen Bug, wo die Fremden, genau, die Gegner einfach komplett reinschießen können und euch da ordentlich eine drücken können. Also das solltet ihr nicht machen. Ihr solltet hier wirklich mehr mit der Seitenpanzerung arbeiten. Natürlich heißt das nicht, dass ihr komplett breit fahren sollt. So, Zitadellen haben wir uns jetzt auch angeguckt und dann gehen wir zur Übersicht. C, überdurchschnittlich Basis-TP. Ja, ne, könnte noch ein bisschen mehr haben, aber ja, sie hat viel TP, ne, für einen Kreuzer. Wir müssen das halt jetzt so sehen, dass das ein Kreuzer ist, ein waschechter Kreuzer, was sie in meinen Augen einfach nicht ist. Aber sie ist hier in dem Spiel ein waschechter Kreuzer und deswegen für einen Kreuzer hat sie wirklich sehr viel Basis-TP. Das stimmt, schwere Geschütze, da habe ich mir auch erst angefangen gedacht, ich so, was? Aber dann ist mir ja auch wieder aufgefallen, ja, Wargaming hat sie als Kreuzer klassifiziert. Also, ja, für einen Kreuzer hat sie ein großes Kaliber mit 305. Ne, wenn sie jetzt eigentlich eher in Richtung Schlachtschiff gegangen wäre, was ja eigentlich sinnvoller gewesen wäre, dann hätte sie natürlich kein großes Kaliber. Aber so hat sie halt mit 305er schwere Geschütze, großkalibrige Hauptgeschütze, das stimmt. Und Sekundärreichweite, überdurchschnittliche Reichweite für einen Kreuzer auf jeden Fall auch. Das stimmt auch. Gut, schauen wir uns noch meinen Kapitän an. Ich habe ganz klar den Augustin Riegewald mit dabei. Ne? Inspiration habe ich hier Norman Scott und Isoroku Yamamoto. Wenn ihr den Riegewald nicht haben solltet, seid ihr selber schuld. Ganz klare Geschichte. Ich habe euch ja schon zigtausendmal gesagt, wenn er kommt, kaufen, 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 wenn ihr die deutschen Kreuzer liebt. Er ist ein absolutes Must-Have. Habt ihr ihn trotzdem nicht, weil er jetzt erst angefangen hat, Freunde, ist gar nicht mal so schlimm. Dann nehmt ihr einfach den Franz von Hipper, wollte ich gerade sagen. Den, wie heißt der denn? Der Müller. Das müsstest du, nee, das bist nicht du. Das hier müsste der Müller sein. Wir müssen mal hier diese komische. Kann ich dann das wieder abmachen? So. Also. Dann nehmt ihr den Karl von Müller, der ist von den Stats her ähnlich, würde da die gleiche Inspiration nehmen wie jetzt bei meinem Riegewald. Also ihr müsst, geht komplett auf die AP und die Durchschlagskraft. Das ist geil, das ist wirklich geil. Also hier Norman Scott für die Granatkopierung, dann Yamamoto für die Durchschlagskraft. Dann haben wir hier seine Basisfähigkeit, ne? Nachladezeit wird verbessert und der AP-Schaden wird verbessert. Dann hier außerhalb der Reichweite, um die Reichweite zu erhöhen, logischerweise. Dann Krakengeschosse, Höchstgeschwindigkeit von dem Kreuzer wird verbessert und Durchschlagskraftmultiplikator, also nochmal die Durchschlagskraft wird verbessert. Dann hier durchstoßen, könnt ihr bei dem Karl von Müller auch nehmen oder ihr geht hier halt wirklich auf gepanzert oder eben Rausch der Geschwindigkeit, das ist völlig egal, das sind alles drei wirklich gute Perks. Dann hier fixiert und zum Schluss dann vollständig verpackt. Ja, Freunde, das soll der Infoteil von der EG gewesen sein und dann würde ich sagen, sehen wir uns doch gleich im Gefecht wieder. Bis gleich! So, Freunde, willkommen auf der Ägir. Wir sind hier Falle Herrschaft unterwegs. Begleitet werde ich von Tannenberg in seiner Petro und Tobi in seiner Iwami. Schöne Grüße gehen natürlich raus. Wir haben eine Shukaku, zwei Iwamis, eine Massa, eine Amagi, eine Ki, eine Kanu, eine Ibuki B und eine Black im Gegnerteam. Bevor es hier natürlich losgeht, haue ich wieder direkt
die Werbung von Holy raus, wieder mit den zwei neuen Sorten, Tukan und Kamel, also einmal Limette und Kaktusfeige. Kaktusfeige, mega geil, schön sauer, ich mag das total. Und ihr wisst ja, ne, so langsam geht's Richtung Sommer, da kann man das auf jeden Fall mal probieren. Nehmt die Codes mit, spart euch ein bisschen was und dann schauen wir uns mal an, was die Aegir so kann. Ja, ich hab's ja schon im Thumbnail geschrieben, Tier, und das ist sie auch. Sie ist geil, das Ding geht wirklich gut ab, macht richtig viel Spaß. Ich habe jetzt hier die Tonspur jetzt nochmal neu aufgenommen gehabt. Im Stream gestern konnte ich es natürlich wieder nicht so richtig zeigen. Das ist wieder so ein typischer Vorführeffekt, ne? Aber wenn man so alleine spielt und sich dann richtig in Ruhe auf das Schiff konzentrieren kann, wo man nicht nebenbei noch als auf den Chat achten möchte, dann kann man auch sehen, was das Ding wirklich für ein Potenzial hat. Man kann sie wirklich sehr vielseitig skillen, ne? Der Ossi zum Beispiel hat ja gestern geschrieben, er hat sie voll auf Reload-Zeit geskillt und man kommt da wirklich auf 14 Sekunden Nachladezeit. Das ist auch geil. Also das kann man auch machen. Man kann auch ein absolutes Speed-Build mit Agile-Build machen. Da geht die auch richtig gut ab, ne? Agile-Build. Agile-Build bei einer Aegir. Na, Agilbild natürlich. Also sie ist wirklich sehr vielseitig, was die Skillungen angeht, und sie hat einen schönen Schadensoutput. Ne? Ich habe ja dann gestern auch nochmal getestet gehabt, komplett auf Nachladezeit, und es hat wunderbar funktioniert. Also auch von der Streuung her war es jetzt nicht so, dass ich sagte, boah, das ist jetzt so krass schlecht geworden, die Streuung. Nee, das war alles absolut in Ordnung und wir hatten dann halt 14 Sekunden Nachladezeit. Ne? Das Einzige, was mich halt so ein bisschen bei der EG stört, sind 6 Kilometer Torpedoreichweite. Also das finde ich wirklich ein bisschen wenig. Ne? Man muss halt bedenken, wir haben auch nur einen 27 mm Bug. Es ist kein Schiff, was wirklich brawlen sollte, weil das kann sie einfach nicht gut. Ne? Sie sollte halt immer auf einer gewissen Distanz bleiben, da fühlt sie sich wohl und dann halt wirklich für die Notfälle sind dann halt die Torpedos gedacht. Deswegen, also 7 Kilometer Torpedos hätte ich halt schon mal ganz cool gefunden. So, wir fahren jetzt hier links an A vorbei. Hier unten finde ich den Spawn auch wirklich schön, muss ich ehrlich sagen. Der C-Spawn da oben, das ist halt ja, die Aufteilung von den Spawns, ne? Also wie die Schiffe auch stehen. Das hat Wargaming nicht gut durchdacht, weil so hat man eigentlich immer ein 2 gegen 1 und das ist, finde ich, immer ein bisschen doof. Also man hätte die Schiffe wirklich alle schön gerade setzen sollen, vielleicht alle ein bisschen weiter hinten und ich glaube, dann würde das auch ein bisschen besser funktionieren. So, wir schauen mal, was hier noch so auf uns lauert. So, da, der Tobi hat schon sein erstes Schiffchen versenkt, die Masse ist weg. Wir schauen mal, ob wir hier auf die Wami kommen oder auf die Ki. Ich wollte nämlich eigentlich gerne hier auf die Ki schießen. Ja, die steht nämlich schön breit. So, zack, geht raus. Da kommt noch eine Kanu, müssen wir auch aufpassen. Und zack, 13.700 ins Gesicht. Also das tut weh, ne? Das tut weh. Und wie gesagt, wir haben halt auch nur in Anführungszeichen 305er. Aber ich mag die 305er. Ich mochte die schon bei der Brandenburg, ich mochte die schon bei der Odin. Sie haben halt einen riesen Nachteil, das habt ihr gestern im Stream auch gesehen. Sie fallen halt schnell aus. Das ist bei der Brandenburg so, das ist bei der Odin so und das ist leider auch bei der EG so. So, wir haben jetzt hier unseren ersten Perk aktiviert. Ich habe hier noch das Hauptbatterie-Modul drinne. Ah, komm schon. Ah, schade. Die wurde uns leider nicht gegönnt. Boah, da kommt eine schöne Iwami. Breit raus. Ah, hier habt ihr jetzt gerade gesehen, jetzt hat sie mal ein bisschen gestreut. Also hier war die Granatkopierung nicht ganz so geil. Aber trotzdem haben wir hier einfach mal 7000 reingedrückt. Das ist auf jeden Fall absolut in Ordnung. Also ich kann mich da wirklich überhaupt nicht beklagen, was den Schadensoutput angeht. Klar haut sie auch mal nur eine 1000er Schelle raus. Ne, aber bei welchem Schiff kennt man es nicht? Also ich kenne kein Schiff, was wirklich nur durchweg 10.000 oder sowas macht. Das wäre halt auch irgendwo ein bisschen übertrieben, ne? So, wir versuchen jetzt hier trotzdem, das Cap noch schnellstmöglich einzunehmen. Iwami interessiert sich auch überhaupt nicht für uns, was ich sehr gut finde. Ah, komm schon. 15 Sekunden noch. Ah, kriegt er auch nochmal Torpedos von unserem CV. Ah, steht natürlich jetzt zu uns wirklich bescheiden. Ja, also von Teil werden wir da nicht viel machen. Da müssen wir dann versuchen, dass wir hier wirklich in die Aufbauten reindüdeln. Aber ich wollte jetzt erstmal gar nicht die Aufmerksamkeit auf mich ziehen. Ich wollte jetzt hier erstmal in aller Ruhe das Gap einnehmen. Und das habe ich auch geschafft. Jetzt drehen wir weg und jetzt gehen wir dann natürlich auch wieder auf die Iwami. Wir müssen hier auch natürlich ein bisschen auf die Kanu aufpassen. Wenn man die jetzt zum Beispiel vergleicht, Kanu gegen Aegir, da ist die Aegir um Welten besser. Wirklich um Welten besser. Die Aegir fühlt sich wirklich gut an. Ne? Sie fühlt sich auch wirklich an wie ein T8er. Bin ich ehrlich. Ne? Also das Ding ist wirklich schön umgesetzt worden.
warum nicht immer so? Ne? Warum nicht immer so? Was hatten wir auch schon? Einiges an Schrottschiffen auf D8. Nochmal 9400 in die Iwami, noch den Turm angedüdelt. Jetzt kriegt sie hier auch nochmal Torpedos von uns. Jawohl, ein Torpedotreffer hat sogar einen Wassereinbruch, den hat sie aber direkt heilen können. Wir ziehen uns ein bisschen zurück. Ah, Secondary haben wir jetzt hier auch aktiviert, ne? Und ihr seht, sie ist halt auch wirklich recht wendig, ne? Also ein Agilbild kann wirklich was bei ihr bringen. Definitiv. Ah, schön. Die erste Granaten da, schön. Jawohl, jetzt kommt nochmal. Zack, Zitadelle. Ah, da hat sich jetzt mal ein bisschen eine gedrückt gehabt. Komm schon. Nochmal die vorderen Türmchen nehmen. Zack, nochmal 6000. Ah, jetzt Kanu steht, glaube ich, nicht mehr so geil. Ja, das waren nur 3300 Schaden. Und das mit einer Granate. Ah, das haben wir auch wieder gut einstecken können. Also wenn ihr wirklich richtig steht mit ihr, kann sie wirklich schon einiges einstecken. Wo sie halt wirklich große Probleme hat bei Musashi und Yamato. Also da könnt ihr teilweise wirklich stehen, wie ihr wollt. Ihr fresst einfach. Da müsst ihr wirklich aufpassen. Da solltet ihr auch eher einen Bogen drum machen. Und sie dann wirklich, keine Ahnung, so ein bisschen von der Insel aus attackieren. Aber Open Water, das kann richtig ins Auge gehen. So, das haben wir auch nochmal schön gedodged. Das war nämlich das Wort, was ich vorhin gesucht hatte. Da hat mir ja die ersten Granaten von der Kanu, wollte ich gerade sagen, von der Iwami sehr gut gedodged. Ja, man darf halt auch nicht vergessen, die Iwami hat auch 410er. Ja, 420er? Ja, ich glaube 410er hat sie, ne? Ah, Kanu. Komm schon, das müsste jetzt auch mal scheppern. Ah, 8-2. So, drehen jetzt hier wieder um. Ich sah, das A-Cap gehört uns, C gehört uns auch. Allerdings scheint da noch der DD drin zu sein und versucht das jetzt wieder rückgängig zu machen. So, sind jetzt hier bei 104.000 Schaden. Wir heilen uns jetzt hier nochmal hoch. Die Kanu haut ab. Also ihr seht, ne, teilweise halt eine typische deutsche Streuung. Ne, da ist dann die Granatenkopierung einfach nicht da. Oder halt auch die Endstreuung ist dann einfach nicht so, wie sie sein soll. Aber im Durchschnitt hat sie wirklich eine gute Granatkopierung. Keine perfekte, aber eine gute, mit der man gut arbeiten kann. Und halt auch eine wirklich gute Streuung. Ne? Also da kann man sich wirklich nicht beklagen. Ah, ja, sie steht halt wirklich nicht schön zu uns. Sie steht wirklich nicht schön zu uns. Müsste eigentlich mal auf HE wechseln, aber nee. Das soll es auch gewesen sein. Sehr schön. Tobi hat sie sich gegönnt. Da ist eine Amagi. Mal gucken, ob wir der was drücken können. Ist halt noch sehr weit weg. Ja, das war nichts. Es hat sich da auch nochmal leicht eingedreht. Also sie steht wirklich ziemlich angewinkelt zu uns. Aber auch Tobi und auch der Tanne, ne? Also sie steht wirklich gut, die Amagi. Das muss man ja leider lassen. Ah, wieder nix. Heilen uns jetzt hier das letzte Mal nochmal. Ich will halt versuchen, dass wir sie doch auf der Breitseite kriegen. Ja, jetzt so langsam dreht sie ein, wegen Torpedos. Sehr gut. Sehr schön, nochmal 4-4 gedrückt. Ah, da ist noch ein Schlachti. Müssen wir wirklich aufpassen. Da müssen wir wirklich aufpassen. Jawohl, zack, 11k in die Amagi. Komm schon, macht's raus, Jungs. Ja, sehr schön. Sehr schön. So, da ist noch eine Iwami. Da gehen wir natürlich auch nochmal drauf. Ja, unser Schlacht, die sieht da auch nicht mehr so gut aus. Ja, da hat unsere Iwami zerrissen. So, da hatte ich dann gesagt gehabt, hier, einer von euch beiden sollte sich da mal um B kümmern.
Ne? Und die anderen zwei kümmern uns dann um die Wami. Jawohl, 14.000 in die Wami. Und sie trifft uns nicht. Da hat es uns getroffen. So, komm schon. Ah, jetzt tritt's ein. So, Tanda hat sein Radar aktiviert. Jetzt fahren sie beide runter. Also, das war wirklich witzig. Also, hättet ihr da wirklich das Live-Audio gehört. Weil, wir haben uns irgendwie so ein bisschen, wie soll ich sagen? Ja, jeder hat irgendwie was anderes gedacht. Ne? Ich hatte gesagt, hey, komm, wir holen uns zwei die Iwami. Ja, und die beiden haben dann gedacht gehabt, okay, der macht das schon mit der Iwami. Wir zwei kümmern uns um den DD. Und dann dachte ich mir so, ja, ist schön, aber ich habe hier halt auch noch den CV an der Backe. Ne? Also es wäre schon schön, wenn dann aber einer zumindest mal so Richtung Iwami kommen würde. Und dann haben die zwei einfach die Plätze getauscht. Ne? Also der Dings ist dann runtergefahren, der Tanne. Mit seiner Petro und der Tobi mit seiner Iwami war es, glaube ich. Ne? Ich glaube, Iwami ist er gefahren. Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Ist dann zu mir gekommen. Jawohl. Black ist auch weg. Ah, jetzt kommt hier die Bömbochen angeflogen. Das ist natürlich nicht so schön. Ein kleines Feuerchen. War kein großer Schaden. So, jetzt müssen wir wirklich aufpassen. So langsam geht es dann wirklich an die Substanz. Wir haben nicht mehr viel Leben. Sie steht halt jetzt auch wirklich nicht gut zu uns. Weil, wie gesagt, richtig Boot tanken können wir mit ihr nicht. Ne? Die Iwami kann uns frontal einfach komplett auseinanderroppen. Da müssen wir einfach aufpassen. Da, seht ihr, das hat jetzt richtig gescheppert. Da ist er nämlich schön durch den Bug durchgekommen. Jetzt haben wir hier noch 1500 Leben. Ja, CV geht schon wieder auf uns. Aber wir geben hier nicht auf. Denn die Gier ist auf jeden Fall Tier. So, jetzt hier aufpassen. Reindrehen und hoffen, dass sie einfach nicht aktiv werden. Und das ist auch so. Sehr schön. Das ist auch so. So, kommt schon. Da ist er. Da macht sie rum. Und zack, gibt es 9964 ins Gesicht. Großkaliber noch freigeschaltet hier. Komm schon. Zack, nochmal 13.200. Und er trifft uns nicht. Also ihr seht, sie überleben hier mit 1500 Schaden. 1500 Leben. Und zack, da Tobi hat noch seine Krake freigeschaltet. Also, das war doch mal eine richtig, richtig geile Runde. Ne, 1300 Leben hat man noch, oder 1500 Leben hat man noch. Und haben das Ding überlebt. 177.367 Schaden. Dreadnought, Unterstützer, Großkaliber, eine Zeta, 10 abgeschossene Flugzeuge, ein Torpedotreffer, 90 Zieltreffer und einmal erobert. Also ihr seht's, ne, das kann sich sehen lassen. Platz 1 mit 2.975 Basis-EP. Und dann schauen wir uns nochmal den wirtschaftlichen Teil an. Na, komm schon. Na, komm schon. Na, komm schon. Oder auch nicht? Doch. 215.365 Credits plus gefahren. Fazit zum Schluss. Die Ägir ist einfach Tier. Also das Ding ist geil. Ihr werdet auf jeden Fall Spaß mit ihr haben. Natürlich werdet ihr auch mal mit ihr voll eine aufs Gesicht bekommen. Ne? Wie gesagt, dafür hat sie halt nicht die stärkste Bugpanzerung. Sie hat halt kein Eisbrecher. Das macht sie schon sehr anfällig. Aber im Großen und Ganzen ein sehr schönes Schiff, was sich auf T8 auch wirklich gut spielen lässt. Also ihr könnt euch auf die freuen. Sie hat mich wirklich überrascht gehabt und ist für mich mit den italienischen DDs wirklich das Highlight dieses Updates. Ja, Freunde, ich freue mich dann, wenn ihr sie haben werdet. Ihr könnt auf jeden Fall eure Meinungen unten in die Kommentare schreiben. Dann würde ich noch meine Kanalmitglieder grüßen. Den Niklas Johnson, Kamikaze, Alpha Star, Testosaurus Flex, Marcel Hase, Dark Raptor, Luca, Stefan Hartung, Max Feldmann, Defro Zoo,
Hector86, Leon Leica, Ronshot Pro, Heiko Dietrich, Drakania SR123, McLotte, Lindemann1455, Alpha Schwadron, Berserker Wolf, Zölli112, Entfessel den Quaken, Bunter Schuh, der Fürsti 1979, The Game, Captain Kalle 1887, PandaB98, René XXX, Nico V8, Raymond HH, Altbier King, TD Star und Sirius05. Vielen lieben Dank für euren Support. Und dann sehen wir uns die Tage wieder. Bis dahin, euer Adlerware. Macht's gut!